Die Stasi hatte also kein Internet. Wenn die in dem Maße das Internet, die Mittel gehabt hätten, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr leben. Also das hier sind 16.000 Seiten meiner Facebook-Daten. Das ist meine Stasi-Akte. 3 Jahre meines Lebens. 1.000 Seiten. Seit ich 10 Jahre alt bin, begleitet Facebook sozusagen mein Leben. Oh, shit. Meine Großmutter lebte in West-Berlin und ist unter grässlichen Umständen, unter großen Qualen gestorben. Und meine Mutter konnte sie besuchen und hat vom Sterbebett meiner Großmutter Briefe an mich geschrieben. Und diese Briefe habe ich als Kopie in den Stasi-Akten wiedergefunden. Ich bin mir sehr sicher, dass Facebook weiß, was ich gewählt habe. In jedem größeren Berliner Mietshaus saß unten am Eingang ein Beauftragter von diesen Mietern und der ließ jeden, der dieses Haus betrat, in das Hausbuch einschreiben. Mit so fing's an. Und dann kam die Stasi und fragte, was hat denn der Mann bei Frau Müller im 3. Stock gewollt? Wenn man heute das, ja, da würde jeder aufschreien, wenn, ja, er sagt, wieso soll ich mich denn da eintragen? Richtig. Aber wenn er selber noch ein Video irgendwie macht, ja, ich gehe jetzt zu meiner Freundin, sind gerade da und das noch mit dem Ort verlinkt, ja, ist es am Ende ja genau das Gleiche. Die schlimmste Konsequenz der Stasi-Überwachung war, dass ich rausbekommen habe, dass mein Bruder bei der Stasi war, mit der Aufgabe, eben auch über mich zu berichten. Die Post wurde überwacht, komplett. Wegen dass insgesamt 9 inoffizielle Mitarbeiter auf mich angesetzt waren. Man fühlte sich ständig beobachtet. Was das Schlimmste für mich war, war letztendlich, dass die es geschafft haben, ein IM in unsere Band zu platzieren. Dann sind auch immer sehr stark private Sachen gesammelt worden, also Freundschaften, Freundinnen, Sexualverhalten. Tatsächlich, selbst diese Information hat Facebook. Ich mittlerweile dazu übergegangen bin, die sexuelle Orientierung von mir da eben auch öffentlich mit einzubringen in das Instagram-Profil. Mein ganzes Leben, alles wo ich war, zu welchem Zeitpunkt oder auch Infos wie Passwörter oder so weiter. Oder Chats, die ich halt im Privaten geschrieben hatte, wo ich nie dachte, dass irgendjemand anderes die lesen würde. Mir war das eigentlich von Anfang an auch bewusst, dass irgendwie man im Internet mit seinen Daten halt bezahlt und das nicht kostenlos ist. Der größte Unterschied überhaupt ist, dass bei der Stasi es war unfreiwillig, was sie für Informationen über dich hatten. Und bei Facebook, ich gebe denen ja die Informationen. Man muss auch diesen grundlegenden Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie nicht aus dem Auge verlieren. Mein Glaube so an die Demokratie, an demokratische Strukturen, die sagen mir, man wird da nichts mitmachen, was sich gegen den Menschen richtet. Bei der Stasi war es anders, das richtete sich gegen den Menschen. Das Bewusstsein fehlt einfach mittlerweile, dass Informationen sensibel sind und man da auch massiv sich irgendwo reinreiten kann. Diese Freiheit und die Demokratie, das sind Werte, die inzwischen so selbstverständlich sind, dass sie darüber gar nicht mehr nachdenken. Und wenn sie irgendwas ins Netz stellen und das schützt nicht ein Datenschutz, dann vergesellschaft sich das und kann ins Gegenteil verkehrt werden. Jede Diktatur werden das also gegen sie verwenden. Ich glaube, junge Leute sind sich sogar der Sache bewusst, aber sie haben sich damit abgefunden. Ich wünsche mir, dass Datenschutz leichter zugänglich gemacht wird. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Datenschutz immer noch ein wichtiges Thema ist, dann lasst uns doch bitte einen Kommentar da. Hier ist noch ein anderes Video von Funk zum Thema Datenschutz. Und hier klicken, um den Kanal zu abonnieren.